Freistrasse ist die Einkaufsmeile von Basel. Ein internationales Modegeschäft reiht sich ans nächste. Die gleichen Läden, die man auch in allen anderen Grossstädten antrifft. Was aber fehlt? Cafés oder Restaurants, wo man sich zwischendurch oder nach einem harten Shoppingtag verpflegen kann. Der Jan Kattiger ist jetzt der Grund auf die Spur. Die Freistrasse, die Einkaufsmeile von Basel, den Tag durch belebt wie keine andere Strasse in der Stadt. Sobald aber die Läden zu sind, herrscht gähnende Leere. Das stört auch die Regierung. Eine Förderung der Außenbewertung wäre wünschenswert, da so die Straße nach Ladenschluss belebter wäre. Der Einfluss darauf ist jedoch beschränkt. Das heisst, für den Baudirektor Wessels ist zwar die Umwandlung von der freien Strasse in eine Flaniermeile ein Projekt, das Priorität hat in der nächsten Legislatur. Dass dann aber auch wieder Kaffees die freie beleben, können die Regierung nicht beeinflussen. Der Marc-Christian Riebe ist Immobilienmakler in Zürich und kennt die wichtigsten Einkaufsmeilen von der Schweiz. Er hat auch in der freien Strasse schon Läden angesiedelt. Er entgegnet: Wenn es die Stadt Basel oder sogar der Kanton so kritisiert, dann liegt es natürlich an den gewissen Herrschaften, die dort die Entscheidung treffen können, dass sie die Freistraße komplett verkehrsberuhigen, also eine autofreie Fußgängerzone daraus machen. Sobald das passiert, Sigi, würde auch die Gastronomie sich in der freien Straße wieder ansiedeln, sagt er. Das ergibt sich automatisch und das sehen wir zum Beispiel hier am Rennweg in Zürich. Da wird das Hotel Widder im Erdgeschoss ein Restaurant platzieren. Und was wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen wäre, als es noch eine Durchgangsstraße war und jetzt, wo sie im verkehrsberuhigt ist, gibt es die Möglichkeit. Aktuell gibt es noch ein Restaurant in der freien Strasse, die Schlüsselzunft. Aber würde das die Läden denn überhaupt wollen, dass es mehr Gastronomie gibt? Es ist immer in jeder Einkaufsstraße, ist für jedermann gut, auch in Shoppingcentern, wenn es viel Frequenz hat, wenn viele Leute frequentieren. Deswegen gehen die Geschäfte ja in der Regel an die 1A-Lage in der Innenstadt, damit sie möglichst von einem hohen Passantenstrom möglichst viele Menschen in ihre Geschäfte hineinbekommen. Aber für Gastrobetriebe ist das ein schwieriges Unterfangen, weil die Mieten an der besten Lage in der Stadt sind hoch, zu hoch für die meisten. Das ist richtig, dass nicht jede Gastronomiekette sich diese Mietpreise leisten kann. Es gibt aber immer noch einige Konzepte, die natürlich gerne kommen würden, aber die den Platz nicht direkt an der freien Straße finden. Aber es gibt auch genügend Beispiele, dass sie eben in der Seitenstraße sind oder dann im ersten Obergeschoss. Ob und wenn die freie Strasse zur Flaniermeile wird und es vielleicht neue Restaurants gibt, liegt also momentan bei der Regierung und ihren Plänen zur Verkehrsberuhigung.